Es geht weiter mit The Witcher 2, erster Son of Kings. Ich bin es, euer MC Mafix. Ja, Leute, wir haben im letzten Part hier mit Cecil ganz schön lang gesprochen. Davor haben wir mit Philippa ganz schön lang gesprochen und Informationen bekommen über mehrere Sachen. Unter anderem die Krypta und das Symbol des Hasses. Wir brauchen, wie gesagt, 4 Symbole, um den Fluch aufzuheben. Das ist jetzt aber nicht so das Wichtigste. Das, was wir davor eben erstmal machen wollen, ist, dass wir dass wir hier die Sachen finden, damit wir die Vergiftung von Saskia aufheben können. So, königliches Blut. Hatte Philipp. Es gab nur 2 Personen in der Gegend, in Eden, die hatten. Okay, königliches Blut. Das heißt, das königliche Blut von Hänsel bräuchten wir. Geht zu Stannis und versuche, königliches Blut zu besorgen. Okay, machen wir mal. Hört sich gut an. So, dann schauen wir mal. Wo ist denn der König Hänsel? Bitte lass ihn in der Stadt sein. Das ist schon wieder so verschachtelt. Hänsel ist mit der bei unsympathisch. Okay, wo hat er sich denn hier versteckt? Oder warum hat er sich so versteckt? So, hier. Und dann. Und dann hier. Okay. Stannis. Hallöle. Will dein Blut. Was für einen Grund kannst du haben, den Fürsten von Eddern zu stören? Ein paar Fragen. Wie kommst du darauf, dass ich dir antworte, statt die Hunde auf dich zu hetzen? Weil ich glaube, dass euer fürstliche Gnaden schon genug Feinde haben. Hier, im Ausland und in Wengerberg. Die Thronfolge ist kein Thema, das man mit vagabundierenden Ungeheuertötern bespricht. Es mag dich wundern, Fürst, aber mit Politik hatte ich mehr zu tun, als mir lieb ist. Ah, der berühmte Geralt von Riva. Von Calante bewirtet. Foltests Liebling. Angeblich bist du sogar mit dem Kaiser von Nilfgaard handelseinig geworden. Du meinst sicher, du kannst mir imponieren. Calante ist tot. Meve flucht, wenn dein Name fällt. Foltest haben sie vor deinen Augen ermordet. Und der Kaiser? Ich habe gehört, er hält dich für nichtswürdig. Und was folgerst du daraus? Dir sollte klar sein, dass manchmal auch ein König einen gedungenen Spitzel für die Drecksarbeit braucht. Wenn der Spitzel dumm genug ist, lässt er sich mit edlen Worten, einem Glitzerring und der Zusicherung von Freundschaft kaufen. Dann muss der König nicht in die Schatulle greifen. Und wenn der Spitzel seine Schuldigkeit getan hat und stolz geschwellt von dannen zieht, lacht sich der König ins Fäustchen. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass du so jämmerlich bist. Nett. Ich hab mir anders überlegt, ich will nie mit dem Typen reden. Das königliche Blut beschaffen wir später. Der Typ ist ja mal derbe unsympathisch. Wir haben ihn sogar gerettet, ohne uns wäre er tot. Und jetzt kommt er noch und sagt, jetzt willst du nicht. Boah, wenn wir, der große Geralt von Riva, der Königsmörder, nicht Königsmörder, nicht da gewesen, dann wäre hier sein königlicher Arsch, wäre dann hier von irgendwelchen Zombies gefressen worden. Dann hätte er mal sehen, was er hier gemacht hätte ohne unseren Gary hier. So, kann man die Tür irgendwie aufmachen oder ist das so eine Fake-Tür? Oh, achso, da geht's ja lang. Ey, Leute, der Typ ist... Ich muss, also, Hänsel ist mir noch ein bisschen unsympathisch, aber der reicht ja schon gut ran an Hänsel. Kann man ihm auch nicht lassen. Ich würde sagen, wir werden König jetzt hier von Eddard. Fände ich super. So, wer bist du denn hier? Oh, der ist Cecil wieder. Hä? Achso, ja, stimmt, den müssen wir noch ein bisschen hier was anderes befragen. Stimmt. Sie braucht Hilfe. Philippa will ein Gegengift herstellen, aber dafür braucht sie ein magisches Artefakt. Vielleicht eine Farnblüte oder einen steppenden Regenwurm, was? Hör mal, ich habe keine Ahnung von Magie, aber mir fällt da ein Ort ein, der die Zauberer schon immer interessiert hat. Sie bezeichnen ihn als sehr starke Intersektion. Vielleicht solltest du da mal nachsehen. Gern. Wo ist er? Im Wald hinter Wergen. Such nach den Ruinen. Es ist ein Ort der Macht. Den kannst du nicht verfehlen. Warum so verdrießlich? Saskia ist zäh. Die wird schon wieder. Kopf hoch. Danke, Droste. Hexer, ich habe dir zu danken. Wenn du das Mädchen rettest, rettest du meine Stadt. So, finde den Ort der Macht, von dem Cecil hier geredet hat. Wir können ihn jetzt noch weiter befragen, aber mir ist aufgefallen, dass der Cecil ganz, ganz gerne viel redet. Ich meine, beim letzten Mal, letzter Part war echt der Part wird, glaube ich, am wenigsten kommentiert auf aller Zeiten. 22 Minuten, ungefähr 43 Minuten, 10 Minuten eher,
und 10 Minuten hier die Philippa. Das war alles, was in der Fahrt geschehen ist. So, oh, jetzt muss man da erstmal hinterkommen. Ah, Leute, es ist schön, mal wieder zu reden. Ich darf auch mal wieder reden. Ich fühle mich so toll, wenn ich hier die ganze Zeit des Cecil rede. So, oh, diese Stadt. Ich kenne mich zwar so langsam aus, wo es hin und her geht, aber es ist immer noch ein Irrgarten. So, also ein paar mehr Gänge und bis halt deutlichere Karte hätten sie ruhig einmal können. Hühner muss man töten. Was ist so, das? Dann dadurch. Es trägt ein grünes Bändelchen. So, immer schön speichern. 1000 speichern, damit wir 1 Milliarde Safe Games ab und damit dann das Spiel wieder so abstützt. So. Dann so hin. Will ich wissen, warum mir da der Pfeil markiert wird? Nein, ich will es nicht wissen. So, da muss ich doch hin. Das heißt, ich gehe so hin. Warum wird mir dann aber da irgendwas in die Richtung markiert? Seht ihr es? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So, hier geht's wieder raus. Ah ja, hier zum... Wir waren, ja, das ist das allererste Mal sogar, dass wir hier rausgehen. Die Pentagramme haben es dir wohl angetan. Oh ja, ich würde sie mir gerne aus der Nähe ansehen. Dann stelle ich uns kurz vor. Ich bin Felicitas Cori, du bist Geralt von Riva. Guck nicht so erstaunt. Ich kenne dich aus dem Unterricht. Ob's dir gefällt oder nicht, du bist ein Held der Gegenwart. Und viele sagen, die wir unter der Bettdecke lasen. Hast du in Arethusa studiert? Ja. Mir fehlt noch ein Praktikum in Elixieren und Fetischen. Das leiste ich hier ab. Du gehst bei der strengen Philippa Eilhardt in die Lehre. Kann ich dir bei dem Praktikum irgendwie helfen? Der Held möchte helfen? Das nenne ich Quellenforschung. Dafür wäre ich sehr dankbar. Die Leute hier kaufen nur wenig. Ich brauche aber unbedingt das Praktikum. Überlegen wir doch mal, was ich tun könnte. Keine Ahnung, was wir da tun sollen, aber egal. Wir haben uns jetzt mal wieder eine sexy neue Frisur gemacht. Wie geht's denn immer so? Wir wollen ja mal wieder cool frisiert sein. Mal wieder. Und nun suche ich einen Weg aus der Stadt hier raus. So. Da. Gehen wir in die total falsche Richtung. Nee, warte, wir müssen da hoch und dann da durch. Boah, nee, warte. Wir können da hochgehen. Dann so. So. Und da lang. Oh, Leute. Es ist echt anstrengend. Sie in dieser Stadt zurecht. Oh, gut. Ich dachte, wir jetzt zu. Oh, Elfen. Wie soll man bei diesem Wetter Krieg führen? Naja. Wenn es nicht besser geht. Ich weiß noch, immer in The Witcher 1, als er angefangen zu ringen hat, sind alle mal unter hier so Häuser gerannt, dass sie nicht nass wurden. Fand ich immer ganz nett. So, okay. Gut. Endlich haben wir es hinbekommen. Hat jetzt echt lange gedauert, hier einfach nur den Weg rauszufinden. So, aber besser als gar nicht. So, wir packen schon mal das Schwert aus. Da werden gleich irgendwelche Viecher kommen. Es kommen immer irgendwo Viecher. Harpien, haben wir gehört, gibt's hier irgendwie. Das ist lustig, Leute. So, keine einzige Ressource. Gefällt mir schon mal nicht der Ort hier. So, was ist da hinten? Elfen? Squirtail. Oh, sind auf unserer Seite. Jetzt knöpfst du dir also auch Menschen vor, Hexer. Das tue ich schon lange. Die Öffentlichkeit hat davon einfach keine Notiz genommen. Von Foltests Tod hat sie durchaus gehört. Du weißt, dass auf dich eine Belohnung ausgesetzt ist. Ja, ziemlich mickrig für das Risiko. Wir brauchen das Geld aber, Hexer. Waffen, Kontakte, Nahrung, alles kostet. Schick dich Jorvid? Der wird davon nie erfahren. Ist er echt so blöd? Wir sind auf der Seite des Goyatel und sie tun uns eiskalt angreifen. Nicht euer Ernst. Jetzt habe ich ein falsches Schwert, glaube ich. What? What? Ey, die machen uns ganz schön fertig. Gwen. Wir sind auf der Seite des Goyatel und die murksen uns eiskalt ab, Mann. Ich glaub's ja echt nicht. Ich glaub's echt nicht, Leute. Ich hab's mir anders überlegt. So, warte, wir arbeiten jetzt hier mal mit Axie. So, verdammt. Wir werden ja ganz schön fertig gemacht von den Typen hier. Oh, Axie hat geklappt. So. Ich liebe Quen, aber ich liebe Quen nicht, wenn meine Magie leer ist. So. Quen.
Das ist die Lato. Na, Lato, wie geht's dir? Du musst jetzt mal sterben. Außer wenn ich davor sterbe. Dieser Drecksblutschaden, Mann. Der ist voll unfair. Wir werden hier sterben. Jeden. Was? Hä? Was? Zur Hölle? Was ist das? Kein Gegner? Instant Death. Ja. Ey, das ist ja... Ich fühle mich echt verarscht, Leute. Wir sind auf der Seite der Squirtle. Wir arbeiten mit denen zusammen. Und die wollen uns an den König ausliefern. Are you f kidding me? Boah. Langsam weiß ich, warum die den Kampf nicht gegen die Menschen gewinnen. Wenn die immer hier sich gegenseitig irgendwie preisgeben und dann immer hier an die Menschen verkaufen, dann weiß ich, warum es so wenig Elfen und Zwerge gibt. So, wir meditieren jetzt erstmal. Wir werden euch jetzt so richtig schön töten. Ich nehme jetzt erstmal wieder fetten Schwalbentrank, auch wenn sie eigentlich gar nicht wert sind, dass ich einen Schwalbentrank nehme. Aber es sind so viele. 5 Gegner sind fies. Und besonders einer ist so ein dummer Zwerg. Auch. Ey, aber das ist doch nicht mies, Mann. Warum? Ich meine, wir sind auf der Seite des Goyatel. Das ärgert mich jetzt echt. Ich kann es ja nachvollziehen, wenn wir jetzt irgendwie auf Roadside uns geschlagen haben, dass die dann sagen, ja, töten wir euch. Aber wir sind auf der Seite von euch. Wir kämpfen für euren scheiß Freiheitskampf. Und ich sag mal, wir sind wichtiger als so 2 Waffen, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Boah, ey, was ist das? Ich tue Quen Air Jump vor. Alter. Ich hab Quen gemacht. Jetzt, ey, langsam verarscht mich das Spiel. So. Alter, diese Drecksbogenschützen da hinten. Und darum habe ich bei jedem Schlag von dem immer gleich Blutungsschaden. Voll unfair. Aber egal. So, hier drin. Los! Dieser Drecksblutungsschaden, Mann. Er ist so unfair. So, komm noch 1 Meter vor. So, erstmal wieder Quen zur Sicherheit. Und Jürgen. Jürgen, tot, Mann. Der Scheiß-Zwerg hat viel Leben. Ey, das melde ich gleich mal bei Jorvet, Mann. Also, wenn wir das nächste Mal hier bei Jorvet sind, melden wir das sofort. Und dann sollen die ganzen Familien von denen exekutiert werden hier. Ganz ehrlich. Du hässlicher Zwerg. Du hässlicher Zwerg, Mann. Risiko kontrollieren. Versucht nicht, ihn lebendig zu fangen. Oh. Wir haben keine Energie mehr. Denkt an den Lohn. Los. So. Komm. Jetzt haben wir Energie. Jetzt machen wir Quen. Dieser Dreckszwerg. Irgendwie bin ich auch vorgestorben. Jetzt habe ich 2 Mal Quen gemacht, wunderbar. Aber wenn ich auf Jürgen gedrückt habe. Gehen wir davor. So. Risiko kontrollieren. Versucht nicht, ihn lebendig zu fangen. Komm, stirb doch mal, Toggerhaul hier. Bam. Oh. Geralt verursacht minimalen Schaden. Hammergeil. Finde ich immer schön, wenn ich minimalen Schaden hier verteile. Alter, waren diese blöden Vergangen. Das war es ja noch nicht mal, aber okay, das waren die schlimmsten. Davon sind nur 2 Standardelfen. Schützen wir uns erstmal mit Quen. Laufen hin. Und geil. Drecksgoyatel. Drecksgoyatel, Brutmann. Bam. Liebe Kontern. Komm, schlag nochmal. Mann, Gott. Machen wir mal irgendwie. Warum nicht? Dann machen wir Art. Wir haben uns doch extra das Art Upgrade gekauft. Ha! Zecke, boom. Boah, es ist aber furchtbar. Ey, das war definitiv zu hart, der Kampf hier. Definitiv war der echt hier zu hart. Okay, geschafft ist aber irgendwie geschafft, mehr oder weniger. Und wir können weiter. So.
So. Jetzt können wir aber das andere Schwert ausgerüstet lassen. So. Immer schön quicksafen. Bevor uns hier nochmal irgendwelche Elfen anjumpen. So, wo ist denn dieser Ort der Macht denn? Da vorne irgendwo. Sind doch. Ey, das sind ja auch. Ah, da ist eine kleine Siedlung außerhalb hier der Stadt. Darf ich durch das Wasser überhaupt durch? Ach komm. Oh doch, ich kann hier. Ach so, ich kann hier rüber. Nee. Hä? Darf ich da jetzt rüber? Dankeschön. Ich glaube, es ist der Umweg, irgendwie hier zu laufen. Es ist so hässlich neblig. Sumpfwälder. Ich habe den Sumpf in The Witcher 1 so gehasst. Da waren immer diese hässlichen Pflanzen, die aus dem Boden rauskommen. Die waren furchtbar. Was seid ihr denn? What? Catfin ist also. Ach so, wir sind in der Siedlung hier von Catfin, oder? Ha! Hammergeil. Wo sind wir denn? Alter, wir werden so alt versterben. Ja, geil. Wo landen wir denn hier eigentlich immer? So, warte mal. Kann ich den mit dem. Kann ich den. So, schnell weg, dieser blöde Blutschaden, Mann. Wenn. Jürgen. So, jetzt kommen wir zum Ding kurz kümmern. Komm. Ich verstehe es nicht, warum. Wenn jemand ein Breitschwert hat, kann man dann irgendwie seine Attacke nicht kontern? Das kommt mir echt so vor. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Schnell weghüpfen. Oh. Wie stark sind diese Kacksoldaten auf einmal? Ey, die Elfen tun wir immer mit so einem Kombi instant töten. Und schon wieder Blutschaden. Oh, ist furchtbar. Ben. So, Quen. Immer sich schön mit dem Quen schützen. Das Quen hat mir jetzt aber bei dem gerade gar nichts gemacht. What? Ja, da kommt der dritte. Ja, klar. Ja, Alter. Ja, ja. Geil. Hammerschön. Wir sterben an dem Wachen. Hä? Wo kommt der jetzt her? Bitte, wir müssen noch. Die war schön. Die war schön. Und der ist jetzt. Ja! Oh, endlich mal. Bam. So, und jetzt ist noch einer da. Jetzt ist noch einer da, an den werden wir jetzt schön mit Jürgen alle machen. Jürgen! Jürgen. Ah, oh mein Gott, aber das war jetzt echt furchtbar in dieser Siedlung. Also, wir sind hier in irgendeiner Siedlung von Catwin, wie es aussieht, gegangen. Aber da müssen wir halt hin. Scheiße, hat die gelebt, der Mann. Habe ich aber mein bisschen schwer rausgerüstet, warum ich den so wenig Schaden mache, oder bin ich einfach zu schwach? Alter, ich hab echt das Bestienschwert ausgerüstet. Ja, dann weiß ich, warum ich so wenig Schaden mache. Oh, es ist doch echt dumm, Mann. Das mit den zwei Schwertern. Komm her. So. Einfach mal dreimal so viel Damage machen wir jetzt mit so einem schweren Hieb. So, Art. Art. Und das war's. Zack. Beam. Oh, Leute, es ist doch echt dumm, wenn man immer das falsche Schwert ausgerüstet hat. Ey, Leute, aber diese Soldaten, Mann. Oh, Mann, wie viel Damage. Und ihr Drecksblutschaden, Mann. Dieser Drecksblutschaden. Kriegt das so die Krise davon. So, Leute, wir machen das erstes jetzt mal einen kleinen Cut. Im nächsten Mal gehen wir hier in diese Siedlung da rein, wo wir jetzt hoffentlich. Oder ist es keine Siedlung? Okay, dann aber zumindest diesen Ort der Macht, den wir jetzt erstmal suchen. Aber erst im nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.